Unter dem Motto Meet Logistic Leaders fand im Jänner ein hochkarätiges Expertenforum statt. Vertreter der österreichischen Logistikbranche diskutierten mit den Studierenden des Universitätslehrgangs Logistic and Supply Chain Management über die aktuellsten Herausforderungen der Branche sowie Trends in den Bereichen Transport, Logistik und Industrie. Wir sehen hier heute im Line-up für die Veranstaltung das Who is Who der österreichischen Logistikszene, ja, auch sehr viele internationale Unternehmen natürlich. Und es geht sehr stark in der Veranstaltung auch um Leadership. Das heißt, welche Führungsqualitäten braucht man in diesem Bereich, aber auch was heißt Führung im Zusammenhang mit Logistik. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Veranstaltung hier an der Executive Academy hosten können heute. Schwerpunkt heute ist natürlich Logistik und Supply Chain Management, was häufig ja, glaube ich, nicht immer so gewürdigt wird, dass das wirklich auch eine zentrale Funktion für ein Unternehmen ist in einer ständig wechselnden Umwelt, wo wir uns ständig wieder anpassen müssen. Und gerade mit der Globalisierung kommt natürlich dieser Funktion eine maßgebliche Bedeutung zu. Jetzt konkret durch unser eigenes Unternehmen merke ich, es kommt zu einer permanenten Veränderung auch des Marktes und da musst du in der Logistik sehr schnell reagieren können. Um den Lehrgangsteilnehmern einen Überblick auf die aktuellsten Veränderungsprozesse zu geben, werden laufend Top-Player der Branche eingeladen. Christian Kern, CEO der ÖBB Holding AG, eröffnete die Veranstaltung mit einem exklusiven Gastvortrag über die spannenden Herausforderungen der angewandten Logistik. Ich fand den Vortrag auch sehr gut nachvollziehbar. Er hat sehr eindrucksvoll dargestellt, wie die Entwicklung der ÖBB ist und das nicht nur anhand der Zahlen, wie man das ja von einem guten Manager gewöhnt ist, sondern er hat eben auch gezeigt, was die Führungsfragestellungen sind, wie man mit Mitarbeitern umgehen kann und auch vor allen Dingen natürlich, was sehr interessant war, wie sieht die Zukunft der europäischen Bahnen aus und welche Rolle spielt die ÖBB dabei. Insofern ein ganz toller Vortrag. Der berufsbegleitende Universitätslehrgang will effizientes, interdisziplinäres und nachhaltiges Lernen garantieren und ein starkes Netzwerk aus Personen mit gleichem beruflichem Background ermöglichen. Mir war wichtig, dass ich sage, ganz offen formuliert, wenn ich mir das jetzt antue, während einem normalen Job, dann soll das auch wirklich sehr komprimiert und sehr stark vom Inhalt sein. Im Sinne von, man hat jetzt nicht diese klassischen Fächer wie vielleicht Volkswirtschaftslehre oder was auch immer oder nur sehr, sehr eingeschränkt, sondern man fokussiert sich wirklich auf das Fachwissen. Und das war eigentlich der Grund, warum ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt dafür 3 Semester. In einer immer stärker vernetzten Wirtschaft gewinnt der Bereich Logistik und Supply Chain Management laufend an Bedeutung. Wenn man heute zum Beispiel Sportartikel sucht, man geht in der Regel nicht mehr ins Sportgeschäft nebenan und kauft es dort, sondern man schaut ins Internet, findet etwas, lässt es dann liefern, bekommt es, schickt es zurück, was doch nicht passt. Also man sieht, all diese Elemente der Logistik, Transport, Lagerung, Verpackung werden zusehends an Bedeutung gewinnen. Für die 22 Studierenden des Lehrgangs Logistik and Supply Chain Management war das Veranstaltungshighlight die letzte Lehrveranstaltung. Und wer weiß, vielleicht sind Sie unsere nächsten Logistic Leaders. Ich bin davon überzeugt, dass diejenigen, die hier bestqualifizierte Mitarbeiter haben und best ausgebildete Kollegen und Kolleginnen haben, in Zukunft die Gewinner sein werden. Und deshalb ist es für uns so wichtig, hier in Österreich diesen Lehrgang zu haben.